Hallo und herzlich willkommen zurück zur dritten Folge von The Book of Unwritten Tale 2. Wir stehen immer noch mit unserem Abo hier im Garten rum und er wundert sich halt immer noch, wieso die Pflanze nicht wächst. Na gut, wir gehen mal weiter und schauen uns noch ein wenig hier um. So, was haben wir denn noch hier? Betrachte den Stein. Ein handlicher glatter Stein. Arbors Hirtenhund. Und den Topf? Der Topf von Arbor. Ganz wörtlich. Wir können den Stein mitnehmen. Achso, ich habe gedacht, jetzt kommt noch irgendwas. So, wir können es auf der Bank. Achso, wir können es auf der Bank hinsetzen. Ja, das machen wir doch mal. Nein, ich habe keine Zeit, mich auszuruhen. Und das ist gut so. Endlich habe ich mal wieder etwas zu tun. Das ist soweit richtig. Ich schaue einmal, ob ich alles gefunden habe. Sieht aber zumindest danach aus. Sehr schön. Gut, dann würde ich da mal sagen, gehen wir in die Bibliothek. Ich bin gerade nur ein bisschen erstaunt. Ich komme nur hier rein und ich weiß nicht, wo ich mich als erstes umgucken soll. Hier ist ja alles irgendwie... Ich gucke mich erstmal um. Oh Gott. Betrachte die Würfel. Es gibt einen Haufen Würfel hier. Eine Zeit lang war es in Mode, bei offiziellen Staatsbesuchen Geschenke in geometrischen Formen zu machen. Ist das nicht der Würfel aus Portal? Ich meine jetzt nur. Also, der Companion Cube. Ach, wie schön. Ja. Betrachte den Helm. Ein Geschenk aus einem der nördlichen Königreiche. Seltsames Völkchen da oben. Die Männer klettern auf Berge und rufen umherfliegenden Drachen unflätige Dinge in der Drachensprache zu. Ist so eine Art Mutprobe, glaube ich. Alter, wie gut. Ach, wie schön. Ach, das gefällt mir. Mensch. Also, wir sind ja jetzt gerade mal in der dritten Folge angekommen. Und wenn schon so gut anfängt, das Spiel kann nur Bombe werden, echt. Schön. Das große Pflanzenbuch Aventasiens von Charles Mendel mit Illustrationen von Alexander von Bonpland. Das ist ein Standardwerk, das Arbor früher tatsächlich immer mal wieder zu Rate gezogen hat. Aber mittlerweile behauptet er, er kenne es auswendig. Okay. Pflanzenbuch. Betrachte das Bücherregal. Goldschmiedekunst, Steinmetzkunst und ein Buch über Holzbearbeitung. Wie alle Bücher in dieser Bibliothek sind es Geschenke von Gästen. Die Logik dahinter muss sein, die Elfen, die haben doch so viele schöne Statuen und Holzarbeiten. Vermutlich interessieren sie sich dafür. Schenken wir ihnen doch ein Buch zum Thema. Dabei wird dann aber verkannt, dass wir, wenn wir uns für das Thema interessieren, ohnehin schon alles darüber wissen und die Bücher damit nutzlos für uns sind. Ach, da sind so viele schöne Anspielungen drin. Ich mag es. Der Würfel kommt mir irgendwie auch bekannt vor. Ich weiß nicht genau, woher. Der Würfel kommt mir auch bekannt vor. Ist das nicht hier so ein 4D-Würfel? Oder wie heißen die? Die haben auch einen anderen Namen. Ich komme jetzt nicht gerade auf den Namen. Ach, wie schön. Moment, hier sind da noch. Na, da sucht wohl jemand sein Schwert. ruft mal Cloud. Oh Gott. Schwerter der Narren, die über die Jahre versucht haben, den Elfenhain zu erobern.
In den letzten Jahrhunderten ist das selten geworden. Die Menschen und Zwerge scheinen dazugelernt zu haben. Betrachte die Schwerter. Es heißt, ein Herrscher im Norden wollte sich einen Thron aus den Schwertern besiegter Feinde bauen. Leider hatte er erst einen Gegner besiegt und kam ums Leben, als er sich trotz aller Warnungen auf den Thron setzte. Oh. Das ist ja jetzt schon tausendmal besser als der erste Teil. Schön. Ich kann nicht mehr. Was kommt denn noch alles? Was ist denn das? Das habe ich schon mal irgendwie gesehen, das Schwert. Ich weiß jetzt nicht genau von wo. Weiß ich jetzt nicht. Bekloppt. Alter, was? Minecraft-Schwert. Schön, ich kann nicht mehr. Ich muss weiterspielen. Ich muss weitermachen. Was kommt sonst noch? Ist das nicht das Schwert? Moment. Das sieht aus wie das Schwert aus dem Hobbit. Wo ich jetzt den Namen auch nicht mehr von weiß. Oder? Würde ich jetzt mal sagen. Ach, wie schön. Ich kann nicht mehr. Moment, ist das... Ist das nicht der Hut hier von dem Hutmacher? Aus Alice? Die verarschen einen doch. Die können hier nicht so viel einbauen. Nicht in dem Bild hier, schon direkt in dem dritten Bild oder so. Der kommt mir auch so bekannt vor. Betrachte den Drachenkopf. Der kommt mir irgendwie... Nee, Moment. Ich betrachte den erstmal. Mal gucken, ob ich mit meiner Vermutung richtig liege. Vor einigen Jahren machte dieser Drache Ärger. Ein Kopfgeld wurde ausgeschrieben und alle Helden des Landes wurden aufgefordert, den Drachen zu erschlagen. 40 mutige Recken drangen in die Höhle der Bestie ein und erschlugen sie. Sie brachten den Kopf zum Palast und er wurde dort aufgehängt, um vom Sieg zu künden. Das Seltsame war, dass wenig später andere Abenteurer kamen und einen identischen Kopf dabei hatten. Dann kamen weitere Helden und dann noch mehr. Ach. Oni, Oni, Mensch, altes Haus. Schön, dich hier wieder zu sehen. Schön 40 Mann. Ach, Mensch. Oh Gott. Moment. Die drei Eier kommen auch irgendwie bekannt vor. Ich kann dir nichts mehr zu sagen. Ich muss hier weg. Betrachte das ausgestopfte Monster. Ein schönes Beispiel für die vielfältige Fauna unserer Welt. Schon verrückt, was die Natur sich einfallen lässt. Irgendwie kommt er mir bekannt vor. Ich weiß nicht genau, woher. Manchmal sieht man den Wesen unserer Welt gar nicht an, dass sie sich natürlich entwickelt haben. Sie sehen dann aus, als ob ein verrückter Künstler sie sich ausgedacht hätte. Nimm eins der Bücher, okay. Holzbearbeitung. Unten im Tal gibt es einen Meisterschnitzer, dem ich früher gerne zugesehen habe. Er kann Tierfiguren schnitzen, die so echt aussehen, dass Menschen und Zwerge glauben, es seien in Holz verwandelte Tiere. Hier geht es aber eher ums Heimwerken. Möbel bauen und solche Sachen. Hobeln Sie das Holz etwa einen Wichteldaumen dick ab und sägen Sie das Brett in zwei gleich lange Stücke. Wer weiß, wofür es gut ist. Ja, stecken wir ein. Haben wir ja, wir haben ja zum Glück einen großen Rucksack bei. Lies im Pflanzenbuch, okay. Vielleicht kann ich Arbor bei seinem Problem mit dieser Blume helfen. Mal sehen. Lies den Eintrag über magische Bohnen, okay? Riesenbohnen
umgangssprachlich auch magische Bohnen, sind sehr selten. Sie sind die am schnellsten wachsende bekannte Pflanzenart. Aufgrund der hohen Kosten für die Bohnen werden sie fast nur im militärischen Bereich eingesetzt, zum Beispiel bei der Erstürmung hoher Burgmauern. Ich blicke hier nichts mehr in dem Spiel an. Ich komme nicht mehr aus dem Lachen raus. Killertomaten, ach wie schön. Killertomaten gehören zu den hinterhältigsten fleischfressenden Pflanzen. Als Tomaten getarnt, lauern sie in Kleingartengebieten auf wehrlose Gemüsefreunde. Oh Gott. Liebeslilie. Die Liebeslilie geht früh in ihrem Leben eine dauerhafte Beziehung mit einer anderen Pflanze ein, die häufig ein Leben lang hält. Stirbt die Partnerpflanze, überlebt die Liebeslilie die Trennung normalerweise nicht. Diese Pflanze erinnert an die, mit der Arbor gerade Probleme hat. Ich kann mich echt auf fast nichts mehr konzentrieren, weil ich gerade nur über die ganzen Witze hier nachdenke. Die ganzen Teile, die sie reinhauen. Alraunen dürfen nur von erfahrenen Gärtnern angebaut werden. Der Schrei einer Baby-Alraune kann Menschen im Umkreis von 20 Metern töten. Okay. Holz von intelligenten Apfelbäumen wird häufig für ebenso intelligente wie formschöne Wohnaccessoires aller Art eingesetzt. Botaniker hielten es lange für möglich, dass es auch andere intelligente Obstsorten geben könnte. Die Suche danach blieb jedoch erfolglos. Ist das eine Anspielung hier auf Scherbenwelt? Oder mit der Truhe, die einem hinterherläuft? Das kann echt gut sein. Ich weiß gerade aber nicht, was hier sonst noch für Anspielungen sein sollten. Ja gut, die Bohnenranke ist klar. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber das ist doch hier Scherbenwelt. Das würde ich jetzt mal sagen. Der Zornbaum trägt mehrfach im Jahr Früchte. Die Früchte des Zorns sind übelgelaunte Kreaturen, die ganze Landstriche in Schutt und Asche legen können. Der kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich weiß nicht. Mir wird auch irgendwas sein. Ich weiß es nur gerade nicht. Vielleicht komme ich nur nicht drauf. Magnolien aus Stahl sehen aus wie normale Magnolien, gehören aber zu den härtesten Pflanzen der Welt. Sie können durch schicksalhafte Frauengeschichten aufgeweicht und anschließend gepflückt werden. Okay, und das ist jetzt hier Super Mario, oder? Wachpflanzen wie Gilia audriensis gehören zu den ältesten domestizierten Pflanzen der Menschen. Sie wurden vor allem in Zeiten von Lebensmittelknappheit geschätzt, da sie weniger Nahrung benötigen als zum Beispiel Hunde. Können in Ausnahmefällen ungesunden Blutdurst entwickeln. Beeindruckende Singstimme. Da kommt mir auch irgendwie, ich weiß jetzt gerade nicht. So, ich will, glaube ich, auch erstmal gar nicht wissen, sonst komme ich echt nicht mal raus aus dem Lachen. So, wir haben das Buch zumindest mal durchgelesen, zumindest das Kapitel. Was habe ich hier noch übersehen? Ich will noch nicht die Leertaste drücken, ich will mich erstmal so noch umgucken. Betrachte das Bücherregal, okay. Was haben wir denn hier? Aha! Almanach der Elfenheilkunde. Das habe ich gesucht. Au! Etwas vorsichtiger, wenn ich bitten dürfte. Ein sprechendes Buch? Eine kranke Elfe? Kranke Elfe? Ich sehe also krank aus? Was fehlt mir? Nun mal ganz ruhig mit den jungen Pferden. Ich bin mit Sicherheit älter als du. Und das sieht man dir auch an. Ja? Nein, sieht man nicht. Und ich erkenne auch keine Krankheit. Allein die Tatsache, dass ich nach Jahrzehnten zum ersten Mal wieder aus dem Schrank geholt wurde, sagt mir, dass dir etwas fehlt. Ich fühle mich seit einigen Wochen nicht gut. Ich schlafe schlecht, habe keinen Appetit.
Ich weiß, dass Elfen nur sehr selten krank werden. Aber wenn es das nicht ist, dann muss es irgendeine Art Zauber oder Fluch sein. Selten krank heißt ja nicht nie krank. Elfen können zum Beispiel an gebrochenem Herzen leiden. Bitte? Es ist eine der häufigsten Todesursachen bei hübschen Prinzessinnen. Es muss etwas anderes sein. Empfindliche Elfen leiden manchmal unter Weltschmerz. Es gibt eine Reihe Ohrenentzündungen und natürlich könnte es Lupus sein. Aber ich denke, es ist etwas anderes. Was ist es? Um ganz sicher zu sein, musst du einen Trank mixen und trinken. Ist es ernst? Allerdings. Die schöne Dr. House-Anspielung. Ach, hört doch auf. Ich will gar nicht wissen, wie viele Anspielungen noch da drin sind, die ich erstmal noch gar nicht verstehe oder gar nicht kenne und alles. Ey, die sind bekloppt. Super. Ey, gefällt mir. Bist du überhaupt qualifiziert, Diagnosen zu stellen? Und warum kannst du sprechen? Ich bin ein magisches Medizinbuch, womit eigentlich beide deiner Fragen beantwortet sein sollten. Ich habe noch nie ein sprechendes Buch gesehen. Natürlich nicht. Ich bin das einzige sprechende Buch hier. Das ist es ja. In der magischen Bibliothek von Seefels können alle Bücher sprechen. Da ist richtig was los. Das kannst du mir glauben. Hier stehen alle Bücher nur faul im Regal. Und wenn du sie ansprichst, tun sie, als hätten sie dich nicht gehört. Vermutlich. Du bist sicherlich ein Gastgeschenk einer Delegation aus Seefels, richtig? Korrekt. Ich, Narr, habe mich sogar freiwillig gemeldet. Als Buch über Elfenmedizin hatte ich in Seefels nicht viel zu tun. Ich dachte mir, hey, das ist eine Chance auf etwas Praxiserfahrung. Weit gefehlt. Wir Elfen werden nicht oft krank. Und vor allem habt ihr nicht viel für Bücher übrig. Das hier ist das Herz des Elfenreichs. Und schau dir doch an, wie mickrig die Bibliothek ist. Wir haben wenig Verwendung für Bücher. Wir singen Lieder über längst vergangene Zeiten und viele von uns waren selbst dabei. Das ist dann wohl auch der Grund, warum die Elfen immer mit weißer Weste dastehen. Wie meinst du das? Naja, über die Jahre werden die Lieder hier und da etwas verändert und angepasst, so lange bis das Verhalten der Elfen jederzeit klug und moralisch einwandfrei erscheint. Wer könnte euch das schon nachweisen? Andere Augenzeugen gibt es nicht mehr. Und Bücher auch nicht. Und? Ich will auf der Stelle wissen, was für eine Krankheit ich habe. Manchmal ist es besser, etwas nicht zu wissen. Ich kann es ertragen. Ein Placebo wirkt nur, wenn man nicht weiß, dass es ein Placebo ist. Und manche Krankheiten lassen sich besser bekämpfen, wenn man sich nicht von ihnen einschüchtern und durcheinanderbringen lässt. Braue den Trank, dann komme zurück und trinke ihn. Dann wissen wir mehr. Könnte es doch Lupus sein? Leute. Und wenn es doch Lupus ist? Bist du in letzter Zeit von einem Wolf gebissen worden? Nein. Dann kann es nicht Lupus sein. Nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass es etwas anderes ist. Der Trank. Trinke ihn, dann kann ich dir mehr sagen. Also schön, dieser Trank, was beinhaltet er? Er ist sehr einfach zu mixen. Du musst die grüne Frucht eines Methusstrauchs, einen Löffel Honig und einen roten Hering zerstampfen und mit Wasser zu einem dickflüssigen Trank vermengen. Das klingt ekelerregend. Es ist Medizin. Und wenn ich sie trinke, werde ich wieder gesund? Wir wissen dann zumindest, was dir fehlt. Da kommt aber ganz schön viel rein. Und wo? So einen Methusstrauch. Wo finde ich den? Keine Ahnung. Ich bin nur ein Buch und habe die letzten Jahre zwischen einem Gesangsbuch und einem Kochbuch für Aufläufe gesteckt. Ein roter Hering? Ernsthaft? Natürlich. Warum denn nicht? Rote Heringe sind landauf, landab als besonders nützliche Fische bekannt.
Ihre Einsatzgebiete im medizinischen, kulinarischen und literarischen Gebiet sind zu vielfältig, um sie aufzählen zu können. Na gut, also ein roter Hering. Na gut, puh. Gucken wir mal, dass wir an die Sachen rankommen. Danke, ich denke, das war erstmal alles. Normalerweise beende ich meine Patientengespräche. Du bist nur eine Prinzessin, aber ich bin Arzt. Ich kann nicht mehr. Ach, der Würfel. Wer kennt den Würfel nicht? Einmal kurz die Leertaste drücken, ob wir alles gefunden haben. Will ich jetzt mal hoffen. Ist hier vielleicht noch etwas? Ich gehe mal hier um die Ecke rum. Die Eier können wir uns leider nicht angucken. Schade, hätten wir unseren eigenen Drachen. Mensch. Naja, gut. Dann würde ich mal sagen, wie es weitergeht und ob wir unseren Trank noch rechtzeitig zusammenbekommen, bevor wir irgendwie an irgendetwas Schlimmeres erkranken, sehen wir in der nächsten Folge von The Book of Unwritten Tale 2. Bis morgen.